Boys and Girls, nachdem ich gestern, glaube ich, im Video die 90-Plus-Player-Picks gemacht habe, wo Footies, Shapeshifter, Tots drin sein konnten und ich Kavaral und vor allen Dingen auch Grafenberg gezogen habe in den ersten beiden, habe ich mir gedacht, Junge, die könnten ja richtig OP sein. Deswegen habe ich mir mal 1,8 Millionen Coins genommen und 18 Picks gemacht und die werden wir heute öffnen. In der Hoffnung auf die 99er-Karte und all in all, die ganzen 18 Picks werden natürlich auch noch am Ende unser Team bestimmen. Wir werden ein kleines Spielchen spielen. Jungs, wenn euch die Idee gefällt, Coinsverbrennungsvideos können ja jetzt ganz gut beginnen, da wir ja relativ weit fortgeschritten sind und die AFC ja auch bald ansteht. Deswegen, wenn ihr da noch Ideen habt, schreibt es unten gerne rein. Ich bin auf jeden Fall raus fürs Erste. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Picks, beim Gameplay und beim Outro. Ich wünsche euch was. Lasst einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ganz viel Liebe geht raus. Abfahrt ist angesagt. Let's go. So, Männer, 11 Picks sind fertig. Und wir wollen uns natürlich mal angucken, wie schön sieht das Ganze denn überhaupt aus. Denn das ist meiner Meinung nach ein wunderschöner Anblick. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wird dieser Anblick genauso schön sein, wenn alle 11 Picks gezogen wurden? Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt. Deswegen, wir wollen nicht lange fackeln. Wir haben eine 1 aus 4, 90 plus. Im Endeffekt, ich habe keine Vorlage, bedeutet, wir machen die einfach so auf ganz entspannten Hasen und gucken einfach mal, was dabei rauskommen wird. All in all, es gibt super, super viel zu ziehen. Wir brauchen natürlich den ein oder anderen coolen Spieler. Ich würde mir am meisten wünschen, dass wir viele Shapeshifter und Footies ziehen. Die Team of the Season sind zwar schön und gut. Ich denke, da könnten wir auch einen Torhüter rausbekommen. Das sollte auch kein Problem sein. Aber natürlich brauchen wir hier viele Footies und das große Ziel ist es, den 99er Spieler zu ziehen. Ob uns das Ganze gelingt, ich bin gespannt. Wir starten rein mit Pick Nummer 1 und wir bekommen folgenden Spieler. Okay, das ist schon mal interessant, denn wir haben den ersten Footie mit am Start, den Insigne. Den werden wir auch direkt erstmal auswählen. Wir könnten auch Klaus nehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir Klaus, oder wir nehmen Klaus, Klaus ist halt aber auch ein Footie. Das ist halt jetzt die Frage, was wollen wir dahingehend machen? Ich bin gerade extrem am Überlegen, ne? Weil Offensives sollten wir eigentlich noch bekommen. Ich glaube, wir werden erstmal mit dem Klaus Team of the Season gehen. Und ja, der kostet 38k. Der Klaus, der Footy Klaus, kostet halt über 200k. Wäre halt ein geilerer Pick gewesen. Ne? Ich persönlich nehme erstmal Klaus mit. Auch wenn es eine 95er-Karte cooler gewesen wäre, weil es Footy gewesen wäre. Aber gerade Verteidigung müssen wir halt unbedingt auch immer mal wieder mitnehmen. Denn mit 10 Offensiven können wir halt nicht spielen. Pick Nummer 2. Wir machen weiter mit diesem hier. Und da sehen wir direkt den Torhüter, Jungs. Let's go. Ich habe zwar von vielen gehört, Chat, dass Oblak unfassbar, unfassbar schlecht sein soll. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Aber es ist zumindest erstmal schön pink geworden. Cabella, Strefesa, Tavernier sind halt alles so Spieler, die muss man nicht unbedingt spielen. Und wir haben ja sowieso, statt Tav hätten wir ja Klaus. Wichtig ist natürlich auch hier viele Premium-Sachen zu bekommen, weil damit können wir halt extrem viel Chemie aufbauen. Aber Oblak nehmen wir erstmal mit. Der ist definitiv mit dabei. Und damit haben wir auch schon unseren Torhüter, was unfassbar wichtig ist. Pick Nummer 3. Come on. EA, zeig mir, dass du auch 99er-Karten liefern kannst. Das sieht aber leider Gottes nicht danach aus. Und wir haben hier zwei Torhüter drin, die fallen ja sowieso weg. 94er Casemiro und den guten alten Sissoko, der übrigens relativ gut reinpassen könnte in das Team durch die Klaus-Karte. Casemiro wäre halt vom Rating her besser. Aber ich glaube, wir gehen mal mit dem Team of the Season Moment Sissoko. Den könnten wir auch im 10x85-Plus-Pack abgeben. Das sollte kein Problem sein, denn die gehen anscheinend aktuell wieder. Und wir holen vor allen Dingen Chemie raus mit Klaus, was schon mal wichtig ist. Das Team nimmt so langsam Form an. Pick Nummer 4. Wir gehen rein und sehen folgende Spieler. Ui, Diego Carlos ist halt Weltklasse. Bailey würde halt auch perfekt zu Klaus passen. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber Carlos ist halt schon eine geile Nummer. Bailey kostet halt gerade mal 40k. Würde uns halt extrem Chemie geben. Das muss man wirklich sagen. Diego Carlos haben wir halt eigentlich auch schon. Deswegen, eigentlich wäre es optimaler, Bailey zu nehmen. Gerade wenn es darum geht, Chemie aufzubauen. Weil damit kommt Klaus auf Fullcam, Sissoko auf 2, Bailey auf 2. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus, obwohl halt Diego Carlos die coolere Karte wäre. Aber wie gesagt, wir haben den ja schon im Verein. Müssen wir mal gucken, wir werden uns erstmal für Bailey entscheiden. Ich glaube, das ist erstmal die bessere Wahl. Weil im Endeffekt, wir brauchen nicht drüber reden, der 99er Mbappé kommt ja auch noch. Nehme ich jetzt in diesem Pick. Pick Nummer 5. Nein, wird es nicht. Es wird Gerd Rüdiger werden, es wird Ødegaard, Trippier und Walker.
Ja, Torhüter braucht man nicht mehr. Auch wenn der 5-Sterne-Skills hat, das ist schön und gut. Wir haben Trippier, der RM spielen könnte. Das wäre eine Option. Ødegaard oder halt auch Gertruida als Innenverteidiger. Der wird da aber auch allgemein nicht wirklich reinpassen. Auch von der Liga her stimmt das leider überhaupt nicht. Deswegen werden wir uns hier trotz all dem erstmal für Gertruida entscheiden, denn ich will eine bessere Offensive haben. Und den nehmen wir erstmal mit. Ich habe immer gedacht, jeden zweiten Pick mitnehmen ist die absolute OP-Macht. Aber bis jetzt sieht es noch nicht danach aus. Come on, gehen wir weiter. Nächster Pick. Ui, okay. Innenverteidiger müsste sozusagen stehen. Ich glaube, den müssen wir auch mitnehmen. Also sind wir mal ganz ehrlich, den Dembele, den nimmt man natürlich mit Kusshand. Liegt einfach daran, dass der Mann halt auch wieder reinpasst in die ganze Sache zwecks Ligue 1. Auch wenn bald als LV ganz okay wäre, aber ich weiß gar nicht, ob der uns so viel Chemie aktuell bringt. Klar, es wäre halt noch ein Linksverteidiger. Den sehen wir vielleicht auch nicht so oft wie Innenverteidiger-Karten. Wir könnten dann gucken, ob wir dann in der Offensive danach gehen. Aber offensiv ist das bis jetzt sehr, sehr mau, was wir gezogen haben. Ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Wir gehen mal mit 93er Balde. Ich gehe einfach das Risiko ein. Im Endeffekt darf man nicht vergessen, wir haben ja auch noch eine Auswechselbank. Und 5 Picks haben wir ja auch noch. Come on, vielleicht klappt ja auch Pick Nummer 5, 6, 7. Ich weiß es gar nicht. Tolisso. Ja, ich glaube, ja, Ramsey brauchst du nicht. Nee, Becker haben wir schon. Becker wird halt Innenverteidiger noch ein bisschen was bringen, aber Tolisso passt halt wirklich perfekt rein. Hätten wir jetzt noch den Bede genommen, hätten wir halt hier auch den Perfect Link. Ich glaube, wir müssen Tolisso nehmen. Becker ist zwar eine unfassbar geile Innenverteidigerkarte, der würde auch immer auf Full Cam kommen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber das sieht gerade aktuell nicht so krank aus, unser Team. Ich habe mir wirklich mehrhaft davon, gerade weil wir auf dem Main-Account halt, dahingehend echt Packler-Karten. In den ersten beiden hatten wir ja Kavaral und Grafenberg. Hier sieht es definitiv nicht danach aus. Aber wir wollen natürlich immer positiv denken. 4 Picks sind noch verbleiben. Come on, zeig mir die 99er-Karten. Die bekommen wir nicht, aber wir bekommen eine Footies-Karte und den werden wir diesmal definitiv mitnehmen. Auch wenn wir mit Todibo wahrscheinlich auf Full Cam kommen wird, ne? Aber Ruben Neves, 95er Rating, den nehme ich mit Kusshand mit. Ich glaube, Todibo würde uns insgesamt, ja, der würde uns halt komplett auf Full Cam bringen, auf allen Positionen, was Ligue 1 angeht. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich nehme diesen Ruben Neves mit, weil wir einfach auch mal ein bisschen Pink bei uns im Verein oder im Team brauchen. Alles andere ist Quatsch. Ich werde mich aber entscheiden, hier für den guten alten Füllkrug, weil den haben wir ja noch nicht. Deswegen nicht wundern, eigentlich sollte hier Füllkrug stehen. Wir machen weiter. 3 Picks sind es noch. Sehen wir die nächste Foodies-Karte. Come on. Dembele. Damit hat sich das Thema doch geklärt. Natürlich nehmen wir den mit. Das ist, denke ich, gar nicht so übel. 92er Rating, Abfahrt ist angesagt. Rein da. Ich sag's mal so, unser richtiger Stürmer, der fehlt noch, genauso wie der rechte Flügel. Ob uns der noch gelingt, ob uns der noch zugeflogen kommt in den 2 Picks, werden wir sehen. Aber das sieht nicht danach aus. Alvarez, Diego Carlos nochmal, Triussi, Bananen. Also das ist ja auch ein Pick, der ist ja absolut bodenlos. Ich weiß gar nicht, Alvarez ist sogar kein Stürmer spielen und den werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Bringt zwar leider Gottes keinen Link zu Gertruida, aber wir haben zumindest, falls wir keinen weiteren ziehen, erstmal den Stürmer. Aber das All in All ist halt wirklich nicht geil. Mehr Shapeshifter und Tots anstatt Footies. Nichtsdestotrotz rechter Flügel, 99er, keine Ahnung, wen gibt es denn auf dem rechten Flügel? Messi, maybe, guck mal rein, letzter Pick. Also irgendwie sehen wir hier immer nur die gleichen. Also keine Ahnung. Aber die waren bis jetzt echt nicht gut. Rios hier kann auch Stürmer spielen. Aber das ist ja absolut bodenlos. Schade. Ich habe echt, echt mehr erwartet. Wir werden uns natürlich hier für Triussi entscheiden. Pignoli brauchen wir überhaupt nicht. Das bedeutet, ich setze mich nochmal ran. 7 Picks fehlen noch. Und die machen wir jetzt. Männer, das zieht halt wirklich so unfassbar viele Coins. Ein Pick kostet ja knapp 100k. Also 18 Picks. 1,8 Millionen. Grüße gehen raus. Wir haben die letzten 7 natürlich gemacht. Wir wollen unsere Startaufstellung verbessern. Unsere Auswechselspieler wollen wir natürlich auch verbessern, beziehungsweise überhaupt welche reinbringen. Ihr seht schon, 7 Stück sind es nochmal geworden. Im Endeffekt, wir haben schon keine so schlechten Spieler gezogen, noch keinen Banger und echt viele, die jetzt wirklich noch Quatsch sind. Zumindest zur aktuellen Zeit. Wir gehen rein in die ganze Sache, starten diesmal mit dem 2. Pick rein und hoffen, boah, 97er Auflage gern, auf was richtig Gutes. Aber ich sage euch so, wie es ist. Der Frankowski ist halt wirklich, wirklich nice. Der kostet zwar aktuell nur noch 50k, aber er ist halt wieder Ligue 1, was hier ein reines Ligue 1-Team wird. Grüße gehen raus. Aber der ist definitiv not bad. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Come on. Machen wir weiter mit Pick
Nummer 2 bzw. 13. Lass es bitte keine Unglückszahl sein, sondern was richtig, richtig Gutes. Come on! TDM, TETOM, Brimpong ist noch mit dabei als RAV. Aber die passen halt alle irgendwie nicht rein. Also würde uns auf jeden Fall nicht wirklich was bringen von der chemietechnischen Seite her. Deswegen werden wir uns Frimpong erstmal schnappen. Weil ich glaube, Frimpong, falls wir vielleicht doch nochmal was in der Bundesliga haben, Frimpong würde auch zu Gertruida passen, dann wäre das vielleicht auch eine Option, den mitzunehmen. Weiter geht es mit Pick Nummer 3. Let's go. Komm schon. Bitte. Let's go, Alaba. Let's go, das ist richtig gut. Na bitte, da haben wir doch unseren Kracher. 675k. Alaba ist richtig, richtig nice. Aber es wurde langsam mal auch Zeit. Ne? Sind wir mal ehrlich. Es wurde langsam mal richtig Zeit, dass wir mal eine richtig geile Karte ziehen. Let's go, das ist ultra wichtig. Gerade bei halt Oblak, Alex Balde, nochmal einen Chemiepunkt kriegen. Aber Alaba ist wirklich ein Big, Big Pull. Beste bis jetzt. Da können wir genauso weitermachen. Ne? Ich habe gehört, ach nee, 99er Bellingham gibt es noch nicht. Der hat auch Bock vorbeizuschauen. 4 Picks haben wir noch. Come on, vielleicht jetzt Back-to-Back was Gutes. Depay, nächster guter Spieler. Da können wir echt überlegen. Oder wir gehen auf Ter Stegen, weil der würde zu Alex Balde passen. Aber Oblak ist halt 97. Wir gehen safe mit Depay, Jungs. Endlich läuft's mal. Back-to-Back 200k kostet der Mann. Back-to-Back eine richtig, richtig gute Karte. Das ist schon mal schön zu sehen. Genauso kann es weitergehen. Also die Auswechselspieler bringen uns echt nochmal nach oben, was das Team angeht. 3 Stück noch verbleiben. Come on, EA. Okay, das war ein bodenloser Pick. Wir könnten halt mit David Garcia gehen. Wir könnten Andy Ayew nehmen oder Schlotti. Aber ich glaube, wir gehen mit David Garcia. Weil ich glaube, wenn wir vielleicht dann doch nochmal das Team umstellen würden, ne, David Garcia als Spanier mit Balde würde uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Chemie bringen als Schlotti, weil da haben wir ja eigentlich nur Frimpong. Gehen wir mit David Garcia. 2 noch. Neben Alaba. Gesellen sich da jetzt nochmal 2 Footies dazu. Wir werden sehen. Come on. Vorletzter Pick, bevor wir dann ins Game gehen. En-Nesyri, Orsolini, Frimpong und Frankowski haben wir ja schon. Aber ich nehme mit En-Nesyri mit. Der ist Premium, kostet zwar nicht viel, ist aber auch wieder La Liga. Wie schnell sich das übrigens wendet, das Blatt. Von Ligue 1 auf La Liga. Da müssen wir mal wirklich genau gucken, wie wir das Team bauen werden. Das seht ihr aber auch gleich. Aber davor, letzter Pick, Pick Nummer 18. Komm schon, EA. Zeig uns nochmal eine 99er-Karte. Oh, schade, schade, schade. Uns fehlt halt so der richtige Stürmer. Ich bin ehrlich zu euch, der richtige, richtige Stürmer fehlt uns. Und ich bin echt am Überlegen, wie wir es spielen, dass wir vielleicht in irgendeiner Art und Weise halt ohne Stürmer auskommen. Aber es gibt halt kaum Spieler, die halt irgendwie MS spielen. Und einen Stürmer brauchen wir ja sowieso, aber die passen ja überhaupt nicht rein. Diego Carlos war halt noch eine Option. Halt auch nichts weiter. Und Ferreira ist halt mau. Boah, ich muss mir mal überlegen, was wir machen. Aber ich glaube, wir werden hier... Wir gehen mit Diego Carlos, werden aber hier Vigourou mitnehmen als Torhüter, einfach auch wegen dem höchsten Rating. Nee, wir gehen mit Kudus, Chat. Wir gehen mit Kudus wegen Alvarez. Wegen Alvarez, da hätten wir vielleicht noch da ein bisschen chemietechnische Gründe. Wir gehen mit Kudus, Jungs, das ist klar. Kudus ist gesetzt, Abfahrt ist angesagt und ich setze mich jetzt ans Team, guck mal, wie viel Chemie wir rauskriegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Männer, was soll ich euch sagen? Das Team steht und es ist absolut frech, dass wir keinen vernünftigen Stürmer bekommen haben. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen angeguckt oder informiert, was könnte man denn bauen. Am Endeffekt, ich habe jede Formation bin ich durchgegangen, ob es eine Formation gibt ohne einen einzigen Stürmer. Zum Beispiel mit mehreren LFRF oder sowas und dann RMLM. Kannst du vergessen, eine einzige Option gibt es halt mit MS. Und das kann halt nur Alvarez spielen. Also uns fehlt halt der komplette Stürmer. Also Frankowski, En-Nesyri oder Nesyri, wenn die Stürmer könnten, wäre es absolut wild. Unser Team sieht trotzdem super aus, denn bis auf den guten alten Alvarez kommen wir überall auf Full Cam. Denn wir haben im Tor Oblak Klaus, David Garcia, das war gut, dass wir den mitgenommen haben, genauso wie Dembele und Balde. Dazu Alaba als Sechser. Über ist geil, der kann LV, ZDM und IV spielen. Depay als offensiver Achter, Neves als defensiver Achter dazu, Frankowski wahrscheinlich als Zehner, En-Nesyri, Alvarez von einem Sturm auf der Auswechselbank, haben wir immer noch richtige, kranke Stürmer, nämlich eigentlich keinen, aber Triussi wäre halt noch möglich gewesen, aber auch der hätte halt keine Chemie irgendwo bekommen, deswegen müssen wir mal gucken, wir gehen rein ins Game, wollen das Ganze gewinnen, Abfall ist angesagt, also let's go.
Okay, ihr seht schon, wir sind diesmal auf PS4-Version unterwegs. War eigentlich nicht gewollt, aber nichtsdestotrotz. Man hat ein 96er Team mit 33 Chemie. Also er hat 3 Chemiepunkte mehr als wir. Team sieht überragend aus. Holy moly, das wird nicht einfach werden. Ne? Wir gehen rein ins Game. Gucken wir mal, was Alvarez davon im Sturm kann. Let's go. Okay, Jungs, der Mann hat einen Controller weggelegt, weil er seine Dinger machen will. Also seine Spiele, seine neuen. Wir quitten raus. Schade. Mal, ob der nächste Gegner auch nur seine neuen Spiele machen möchte. Der Gegner sieht deutlich einfacher aus, als gerade eben das Team sagt. Wahnsinn aus. Vielleicht damit auch bessere Chancen zu gewinnen. Ah, schön gegen gepresst. Frankowski schön gespielt auf Alvarez. Der hat keine Chemie. Alaba, 1:0. Das geht schnell. 6. Spielminute und der Gegner will direkt quitten. Come on, warum? Ja, Jungs, ich denke, ein Spiel reicht da nicht. Wir machen noch eins. Das ist der nächste Gegner. Dreierkette. Interessante Auswahl. Naki Williams hat er sicher spielt plus Lacazette. Let's go. Oh, wir stehen hinten richtig offen. Das muss man wirklich sagen. Liegt aber einfach daran, dass wir halt auch bei solchen Teams nie in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Taktiken einstellen. Das sieht man auch direkt, was rauskommt. Ja, jetzt vielleicht Nesril. Ist der Linksfuß? Was macht der da bitte? Schön gespielt. Jetzt Nesril, grün ist sein Finish. Endlich der Ausgleich. Oh, den können wir nochmal rausspielen auf Depay. Und auch der macht den grünen Time Finish und jetzt führen wir sogar schon. Wunderschön von Alaba im Gegenpressing erobert. Der Gegner steht super, super offen. Sehr, sehr offensiv. Kommt schon Alvarez. Auch der macht das 3:1 in der 38. Spielminute. Wunderschön gemacht. Alaba mit dem 4:1. Oh, das macht er nochmal gut. 90. Spielminute plus 2. Der Gegner knüpft nochmal an oder geht nochmal ran an unser Ergebnis, an unsere Tore. 4:2 am Ende und dann pfeift auch der Schiedsrichter ab. Das ist sehr, sehr bitter gelaufen. Im Endeffekt, wir haben trotzdem gewonnen. Darüber brauchen wir nicht reden. Wir haben gewonnen und das ist ja das Wichtigste. Ich denke, das sollte definitiv schon mal die Grundvoraussetzung sein. Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben, lasst sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Falls ihr weitere Coins-Verbrennungsvideos sehen wollt, schreibt mir gerne eure Möglichkeiten in die Kommentare, eure Meinungen, eure Ideen. Ich bin auf jeden Fall für alles zu haben. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut da rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.